Wurdest du in der Pfadi auf einen dieser Namen getauft? So fragte die Schweizerische Pfadi-Stiftung im Laufe des Jahres 2011. Die Pfadi-Stiftung sammelt Geld für die Pfadi. Diese Botschaft verstehen Schweizerinnen und Schweizer. Denn sehr viele von ihnen waren selbst einmal dabei. In der Pfadi, der größten Kinder- und Jugendorganisation der Schweiz. In rund 1,5 Millionen Briefkästen in der ganzen Deutschschweiz lag dieser Flyer. Den Empfängern standen 5000 Pfadi-Namen zur Auswahl, von Aal bis Zwackl. Die Gestaltung als Urkunde, wie bei einer Pfadi-Taufe, kam gut an. Mehr als 10.000 ehemalige Pfadis oder Freunde der Pfadi-Bewegung reagierten mit einer Spende. 2/3 der Einzahlenden schrieben auch ihren Pfadi-Namen auf den Einzahlungsschein. Und aus vielen Mitteilungen wurde klar, wie stark die Bindung an die Pfadi immer noch ist. '80 und '81 bewegten Unruhen die Städte in der Schweiz. Eine fordernde Jugend provozierte Behörden und Institutionen. Solche destruktiven Auseinandersetzungen müssen nicht sein, waren sich damals die 4 Stifter des Startkapitals für eine schweizerische Pfadi-Stiftung einig. Hans-Rudolf Bachmann, Thomas Stählin, Peter Küpfer und der inzwischen verstorbene Beat Graber waren überzeugt, dass man Organisationen stärken müsse, die sich für den Zusammenhalt der Gesellschaft einsetzen. Sie gründeten die Stiftung mit folgendem Zweck. Noch heute bilden diese Grundsätze die Basis der Stiftungstätigkeit. Hans-Rudolf Bachmann, einer der 4 Stifter, übernahm die operative Leitung der Stiftungstätigkeit. Er präsidierte den Stiftungsausschuss während insgesamt 20 Jahren. Als Stiftungspräsidenten suchte man eine Persönlichkeit mit nationaler Ausstrahlung. Im Neuenburger Nationalrat François Jeanneret fand man diese. Er präsidierte die Stiftung bis 1999. Es gelang, weitere Persönlichkeiten für den Stiftungsrat zu gewinnen und, ohne alle aufzuzählen, sei erwähnt, dass mit Pascal Couchepin und Didier Burkhalter 2 spätere Bundesräte dem Stiftungsrat angehörten. 12 Jahre lang war der Tessiner Ständerat Dick Marti der Stiftung ein umsichtiger Präsident, auch er ein früherer aktiver Kantonsleiter. Und seit 2011 schließlich hat mit Reto Wehrli aus Schwyz ein weiterer Pfadi, der auch in der Politik Fuß fassen konnte, das Präsidium übernommen. Bekannte Namen finden sich auch im Patronatskomitee der Schweizerischen Pfadi-Stiftung. Ob Bo Katzmann, Patrick Rohr oder Altbundesrat Rudolf Friedrich. Viele Persönlichkeiten aus Kultur, Wirtschaft und Politik zeigen mit ihrem Beitritt zum Patronatskomitee, dass sie sich gerne an ihre Pfadi-Zeit zurückerinnern und die Pfadi-Grundsätze noch immer unterstützen. Ganz aktuell sind die beiden Altbundesräte Pascal Couchepin und Hans-Rudolf Merz zum Patronatskomitee gestoßen. Der jungen Stiftung schien es am wirkungsvollsten, die Ausbildung der Pfadi-Führer zu verbessern. Sie plante deshalb, für Ausbildung geeignete Örtlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Dieser Plan erwies sich als schwieriger als vermutet und die Stiftung musste Lehrgeld bezahlen. Als mögliches Ausbildungszentrum wollte sie nämlich das mittelalterliche Schloss Angenstein zwischen Basel und Delémont erwerben. Doch noch während der Verhandlungen brannte das Schloss 1984 ab und es wurde dabei klar, in welch schlechtem Zustand es gewesen war und wie viel Geld eine Sanierung gekostet hätte. Hingegen griff die Stiftung nun ein Thema auf, das sie bis heute beschäftigt. Das Sichern von geeigneten Zeltlagerplätzen. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der für Pfadi-Lager geeigneten Zeltplätze immer mehr verringert. Die Pfadi-Stiftung sah 2 Wege, diesem Problem zu begegnen. Die aktiven Leiter sollten bestehende, geeignete Plätze in ein Verzeichnis eintragen können. So finden andere Leiter diese Plätze einfacher. Falls nötig, wollte die Stiftung bedrohte Plätze auch direkt sichern. Durch Absprachen mit den Landbesitzern, durch Pacht oder Kauf.
Das erste Lagerplatzverzeichnis wurde auf dem heute vergessenen Internetvorläufersystem Teletex betrieben. Als Teletex 2000 eingestellt wurde, waren bereits die ersten Versionen des Lagerplatzverzeichnisses im Internet online. Heute umfasst das Verzeichnis über 300 Zeltlagerplätze. Das Lagerplatzverzeichnis ist auf der Internetseite der Pfadi-Stiftung zu finden. Dies hilft, die Stiftung bekannt zu machen. Für das Eintragen eines neuen Platzes bekommt die Leiterin oder der Leiter ein kleines Geschenk, wie aktuell ein Taschenmesser. Die Stiftung ist auch Besitzerin von einigen Zeltlagerplätzen. Der Platz Girspel im aargauischen Magden wurde der Stiftung vom Rotary Club geschenkt. Der Lagerplatz in Feld im Binntal bietet als Umgebung die wilde Walliser Berglandschaft. Das Gelände Runkahetz im bündnerischen Somwixertal schließlich steht der Stiftung dank einer Vereinbarung mit der regionalen Kraftwerkbetreiberin zur Verfügung. Und aktuell steht die Stiftung für zwei zusätzliche Zeltlagerplätze in aussichtsreichen Verhandlungen. Seit 1995 ist die PBS zuständig für Sponsoring und Großspenden. Die Schweizerische Pfadi-Stiftung hingegen beschafft Mittel bei Einzelpersonen. Der Ertrag nach Abzug der Unkosten wird hälftig geteilt. Mit den bei ihr verbleibenden Spendenerträgen unterstützt die Stiftung Projekte von lokalen Abteilungen, von Korps, Regionen und Bezirken, aber auch Kantonalverbänden. Der zuständige Ausschuss erhält immer wieder Anfragen für spannende Projekte. Einzig bei Lagern im Ausland kann die Pfadi-Stiftung nicht mithalten. Die Reisekosten müssen die Teilnehmenden selber auftreiben. Die Liste der unterstützten Projekte ist sehr lang und vielfältig. Gerne unterstützt die Stiftung auch in Zukunft Projekte, die die Pfadi weiterbringen. Seit 2009 waren von den bekannten 15.000 Adressen rund 2.500 aktive Spender. Der Jahresbericht war für viele die einzige Brücke zur aktiven Pfadi-Szene. Bekanntlich gibt es in der Schweiz viel mehr ehemalige Pfadis und Pfadi-Freunde. So stimmte der Stiftungsrat der Pfadi-Stiftung im Dezember 2010 dem Konzept der spezialisierten Agentur Spina Civil Voices zu, mit dem Ziel, in der Öffentlichkeit Spenden zu sammeln. Der Stiftungsrat war bereit, im ersten Jahr 150.000 Franken in den Aufbau des sogenannten Spendenmarketings zu investieren. Wie wir heute wissen, kamen die Spendenflyer, vor allem die Pfadinamenurkunde, auch in der Bevölkerung sehr gut an. Die Pfadi-Stiftung konnte 2011 das Bruttospendenergebnis auf sagenhafte 1,3 Millionen Franken steigern. Der Mehrertrag soll weiterhin der Erhaltung von Lagerplätzen und vor allem der Pfadi-Bewegung in der Schweiz zugutekommen. Es braucht die Pfadi heute, mehr denn je.